Krass. Ich weiß nur nicht, wer das hier ist. Der peitscht mich! Naja, ich hab's gesehen. So eine Gemeinheit! Versuch ihn zu erschießen. Ich hab ihn erwischt. Zoss! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu unserem PvP Mega Western Deathmatch Projekt Ark Outlaws. Wir sind übrigens gerade in der dritten Session unterwegs. Wir haben uns an einer Location neu aufgebaut und auch schon einiges am Start. Ihr seht, ich habe ja auch eine Longneck mit Scope zum Beispiel. Und der Lonestar ist gerade am Betäuben von dieser Dornenechse. Die sieht schon ganz schön blutig aus, ey. Ja, die stirbt mir weg. Welchen Level hat die? Egal. 72. Da ist sie tot. Da ist sie tot. Ja, crazy. Wir haben ein Känguru gezähmt. Ich grüße an der Stelle das Känguru. Du weißt schon, dass du das Känguru nennen musst. Ach so, ja, natürlich. Ich habe noch gar keinen Namen gegeben. Wenn es das Känguru, das musst du groß schreiben, ne? Das kannst du ja gar nicht. Nee, nee, aber du musst das machen. Alle drei Buchstaben von das groß oder du? Alle drei Buchstaben von das groß und dann Känguru normal geschrieben. Versuch nicht, das Rhino zu betäuben. Ich wäre fast draufgegangen zweimal. Aber wenn das keinen Anlauf nehmen kann, ist das doch eigentlich, ist das dann echt auch so hart? Das hat mich verbuggt und mein Pferd ein paar Mal aufgespießt im Stehen, das ging ganz schlecht beinahe aus. Okay. Weil diese Pferde, die du gehst ja nah ran, trittst, das Viech dreht sich um, ist ja so lang wie der LKW, steht in dir drin und du kommst nicht mehr weg. So, und hier war auch wohl ein Spieler, den haben wir mal ausgeschaltet. Der ist bestimmt mittlerweile wieder gespawnt. Aber da haben wir doch schon wieder ordentlich was gezähmt hier, wie schnell das dann doch geht am Ende des Tages. Ich würde sagen, die Tiere lasse ich jetzt einfach hier irgendwo stehen in der Ecke und weil, wenn wir die jetzt mitschleifen, sind sie hin. Wo willst du jetzt hin? Hier irgendwo oben an die Ecke und lass die da stehen. Wollen wir jetzt Leuten Besuche abstatten? Würde ich sagen. Die sich hier festbacken. Schön. Ich habe hier auch wieder jemanden gefunden, der hat einen ganz tollen Namen für sein Pferd. Das wird uns da gefallen. Es heißt dummes Ding. Ah, das ist ein vernünftiger Mann. Wie das Känguru da hinten hinter dem Stein vorguckt, das sieht so gut aus. Gut, dass ich da verstecken wollte, damit es keiner sieht und du im Stream natürlich zeigst, wo sich das so gut Super! Ja, das sieht so lustig aus! Ich finde das gerade so episch, wie dieses Känguru hinter diesem Stein vorguckt. Moment, da muss ich nochmal näher ran und das nochmal von Namen sehen, richtig. Hä? Ist da wer? Hab ich was gehört? Guck mal, wir sind noch Schafe, dann nehmen wir jetzt ein bisschen Schafsfleisch mit. Oder zumindest Hide. Weiß ich nicht. Ach nee, das wiegt zu viel. Oh, Muttern, aber das vergammelt doch wieder, bis wir da jetzt... Ja, eben, das brauchen wir nicht. Das können wir auf dem Rückweg mitnehmen. Hey, guck mal, da sind noch Leute. Andere. Zwei Leute sind da. Oh. So ein Geier, Marvi, den tämst du passiv, indem du den mit Spoiled Meat fütterst. Vorsicht, lasst euch jetzt hier nicht über den Haufen schießen. Von wem denn? Wer ist German jetzt? Guy ist auf jeden Fall da. Er hat gerade das Tor aufgemacht. Jetzt ist er gerade rausgegangen. Okay, gut. Warum auch immer. Wo bist du denn jetzt gerade? Wir sind bei den Säulen. Da ist doch eine Holzbase. Ja, okay. Ja, da sehe ich euch. Da drin war gerade jemand, aber der ist jetzt wieder gerade offline gegangen, weil sein Pferd beschossen wurde wahrscheinlich. Okay. So, dann, du weißt, wo es lang geht. Reite du mal voraus. Ja, ich weiß zumindest, wo ich hin möchte. In den schmeißen wir auch eben Bären rein. Welchen Level? Oh nein, ich hab's Paratia erwischt. Ja, lauf weg. Welchen Level hat denn der? 48, er liegt schon. Oh, er liegt, aber nein, ich auch gleich. Ich kann nicht weg. Oh Gott. Ist die Effizienz im Arsch, egal. Schlimm. Scheiße, Paratia. Der Fritzi, der Kano folgt dir immer noch und jetzt ist er bei Morellatops in wenigen Sekunden. Wie sieht's aus bei Morellatops? Der frisst und schläft. Okay, sehr gut. Gehen wir jetzt weiter? Können wir machen. Hör, wie das Schaf da oben steht auf dem Stein. Ja. Hallo Schaf. Ich bin vor euch sicher, keiner kann fliegen. Ihr könnt mich nicht erreichen. Sehr gut. Wo bist du jetzt hingerannt? Ich hab dich nicht gesehen. Über den Berg hier rüber. Eigentlich möchte ich dahin, wo du mal im Singleplayer warst. Okay. Da weißt du ja auch, wie wir da hinkommen, oder? Ja, da weiß ich, wie wir hinkommen. Was ist, Fritzi? Irgendwas? Gehen wir mal dahin. Dann gehen wir mal dahin. Und schauen wir mal, wie wir da so finden. Bin mal schon am gucken, ob ich irgendwo einen Spieler huschen sehe. Hier ist einer! Spieler! Es links. Dreht auf ihn drauf. Wieso nimmt er jetzt die Waffe nicht? Du musst mit dem Pferd angreifen.
Oder ist das der Reiter? Oder ist das nicht Fritzi? Das ist Fritzi? Nein, das ist doch nicht Fritzi. Der hat immer eine Heidrüstung angehabt hier. Ach so, da unten läuft einer. Ich sehe es. Zu Fuß. Nee, nicht zu Fuß. Auf dem Pferd. Hier. Auf dem schwarzen Pferd ist hier einer unterwegs. Oder es kann auch eine Wüstenrüstung sein. Ach. Das hier leckt. Ist hier der Spiel einfach verschwunden? Was ist das denn? Hinten läuft er. Auch gut. Warte. Okay, beim nächsten Mal greife ich mit dem Pferd an. Du hast recht, mit der Longneck bringt das nichts. Aber das war halt so schön, der hatte gerade sein Pferd gelevelt und konnte nicht weg. Aber mein Charakter hat die Longneck nicht in die Hand genommen. Weil ich die falsche Taste wahrscheinlich erwischt habe. Ich habe wahrscheinlich die 8 gedrückt oder so. Und nicht die 7. Wo seid denn ihr jetzt? Ich bin wieder zurück, weil ich hier den Spieler betäubt habe. Ich weiß so gar nicht, wer das ist. Wo bist du denn jetzt? Wo zurück? Ja. Beim Haus hier? Ich seh euch nicht. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ach, ich hab Good Gamer gefunden. Ich bin zurück, nur ein Stück an dem Bronto wieder quasi. Ah, okay. Ach. Bei dem Haus hier. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg zu dir. Genau, da bin ich wieder. Ich habe da den Good Gamer eben erschossen. Er hatte zwar nichts, aber... Ah, da ist er, okay. Man weiß ja nicht, was er plötzlich aus der Tasche holt. Ja, eben. Hast du seinen Kristall mitgenommen? Nö, ist nichts wert. Meinst du? Vielleicht wird ja irgendwann mal Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Das ist wohl richtig. So, und du meinst jetzt der Spieler hier, der hier hinter der Wand steht? Nein. Hier war einer. Da ist aber einer. Da steht einer. Da echt? Da. Ja, stimmt. Der war das, genau. Ha, ist Niki er. Nator. Ja, Moinsen. Jetzt guck mal, wie mies das ist mit dieser Tetsch-Geschichte. Wow, oh, du hast mich auch erwischt. Aber das war nur ein Tritt. Ja. Ein lächerlicher Tritt. Ja, der sogenannte freie Eintritt nehme ich. Das ist ja krass. Das ist heftig, ja? Wie schnell das geht. Vor allem, da ist jetzt nur ein Schlafsack. Okay, er möchte jetzt hier gerade abhauen. Ja. Lassen wir ihn abhauen, oder? Müssen ihm jetzt nichts tun. Er hat ja nichts, was wir brauchen, denke ich. Ja, dann lassen wir ihn in Ruhe. Eine kleine Demonstration der Stärke dieser Pferde. Das ist das, was uns nämlich in der ersten Session auch ständig die Tour vermasselt hat. Dass immer irgendwelche Typen ankamen und unsere Thatch-Wände kaputt gemacht haben. Dann so immer schnell in unsere Häuser reingekommen sind. Da läuft einer. Mit Bogen. Oh, oh, oh. Ja, ich sehe ihn. Ich hasse dieses Pferd mit dem Lecken immer. Ja. Oh. Hat's mich erwischt. Tritt ihn. Wenn ich das mal schaffen könnte, aber ich erwische ihn nicht. Aber mich? Ist nicht so einfach. Ja, super. Ja, man läuft rein und slippt das immer wieder zurück. Das ist echt. Huch, nein! Ey, pass auf, am Ende liegen wir hier bewusstlos rum. Ja, dem passiert gar nichts. Ey, das ist so mies, dass man immer so einen Meter zurückgeworbt wird, so, ja. So einen kleinen. Das reicht aus, dass man die Person dann nicht trifft, obwohl man eigentlich richtig steht. Pferde sind Ich glaube, heute ist allgemein das... Nee, ich glaube, heute ist allgemein irgendwas mit dem Internet. Nein, Pferde. Irgendwie. Pferde. Ja, Pferde, genau. Jetzt sehe ich euch nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ihr seid. Scheiße, jetzt habe ich sehe dich, aber er hat sich im Busch gelegt hier irgendwo. Also er schläft hier. Ne? Ich drehe ihn nochmal. Ah ja, ach, er schläft, okay. Ich drehe ihn nochmal. Ja, dann... Aua, du hast mich getreten. Warte mal, ich muss ihn töten. Ich habe nämlich noch den Explorer-Not-Boost. Nee, warte mal, das Pferd hat den Boost. Du doch dann auch. Das Pferd muss es machen. Du hast es totgebissen. Ja, sauer. Ach, Pupsi schon wieder. Sorry, Pupsi. Das tut mir leid, Pupsi, dass du das immer bist. Pupsi war es ja auch schon in der ersten Session. Habe ich ihn auch schon getötet. In einem epischen Bogenkampf. Ich habe hier einen Schlafsack zerstört von... Wer war das? Na, wahrscheinlich Pupsi. Vibe of Matoey. War nicht Pupsi. Weiter geht's, hier ist auch noch ein Schlafsack, aber den lasse ich jetzt in Ruhe. Nein, immer kaputt machen, wenn du einen siehst. Okay, dann mach ich den kaputt. Ja, warte, dann musst du auf mich warten, ne? Ich muss jetzt nochmal umkehren. Doch, du musst auf mich warten. Oh. Was ist jetzt los? Ich kann nicht mehr klicken. Ah, jetzt. Bola kann's nicht sein. Ach scheiße, ich hab rausgeklickt. Oh Mann. Da kommt sie hat einen 72er Känguru gelegt. Wo haben wir noch Pilze? Haben wir noch Pilze? Lonestar hat noch. Also ich hab noch ein paar Pilze. Wo denn? Also wo bist du? Mitten in der Wüste unterwegs, irgendwo auf der Map. Das ist schlecht. Ja, wieso? Wir können doch schnell hinreiten. Das ist doch nicht mehr. Nein, schneller sind gucken, die, wenn ihr irgendwo eben noch zur Stadt reitet. Reitet sonst kann man zur Base Fritzi, hier gibt's bestimmt. Nein, reitet doch zur Stadt und kauft euch Pilze.
Nehmt ein bisschen Metall mit, Rohmetall und kauft euch Pilze. Das geht. Oh, warte mal, hier ist ein 1x1 Thatch, Holz auf Thatch-Haus. Das mache ich mal eben kaputt. Hier geht's nicht, weil das Lukas gehört, der Offline Damage Prevented hat. Ah ja, stimmt, das ist Offline Damage Prevented. Scheiße, es geht nicht. Hier ist der Nikinator und der ist auch online. Jetzt habe ich dich verloren. Jetzt weiß ich nicht, wo du bist. Hier, neben dir, rechts, links, 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 links. Neben mir links, bei dem Haus hier. Fritz sagt, er ist bei eurem Moleratops. Okay. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt halt hier unterwegs, ne? Es wäre jetzt schon ganz praktisch, wenn ihr das vielleicht gerade kurz regeln könntet. Ihr müsst ja nur zur Stadt reiten und schnell mal Pilze kaufen. Wie gesagt, wir kommen einfach mal zur Basis, dann kann ich sowieso zeigen, wo die Stadt ist. Ja, das müsst ihr euch eh mal angucken da. Was machst du da eigentlich? Ich mach das Setshaus kaputt. Du solltest treten, das reicht. Ein Tritt und alles wäre kaputt. Ich beiße gerade die ganze Zeit. Das stimmt ja. So, ich steig mal kurz ab und guck hier ein bisschen in die Sachen rein. Wie das dampft. Es ist doch nur auf Hedge, was da kaputt gegangen ist. Und nicht das World Trade Center. Gib mir mal schön Deckung. Oh, eine riesige Base. Eine riesige Base? Riesige Base aus Lehm. Wo, wo, wo? Eine riesige Base. Warte, warte, ich komme, ich komme. Ich will es sehen, ich will es sehen. Ich weiß. Ach, guck mal da. Haben wir Freunde gefunden. Wow. Boah, krass. Der hat ein richtiges Lager hier, ein richtiges Vor. Das ist eine größere Gruppe. Bei unseren Zoss-Freunde sind das. Ah, okay. Ha, bei der Wasserquelle haben sie sich hier aufgebaut. Aber warum haben sie denn nicht die Mauer um die Wasserquelle rumgebaut? Jetzt müssen sie doch immer raus, wenn sie Wasser trinken wollen. Oder haben sie da innen drin auch noch eine Quelle? Nee, hier ist doch nur die eine. Fritzi fragt, ob wir die angreifen sollen. Ja, klar. Warum nicht? Kann man mal machen. Man kann sie leicht erkennen, sie leuchten nämlich rot. Sie haben sich rote Rüstung gemalt. Ich guck gerade rein hier, ich stehe da vor der Base. Mit Granaten wäre es natürlich einfacher, jetzt da reinzukommen. Ja, das stimmt. Ui, hat jemand einen Wolf gezähmt. Das ist gut. Die bauen Mohrrüben da an, tatsächlich. Ganz fleißig. Hä, wie bauen die denn Mohrrüben an, wenn die kein Wasser da haben? Ach, die haben da Wasser. Wie haben die denn... Ach, die machen das mit Wasserspeichern? Ja krass, in der Wüste, das muss man auch erstmal machen, ey. So wenig, wie das hier regnet. Ich hab auch nicht gedacht, dass das funktioniert. Na gut, wenn die Dinger erstmal voll sind, halten die eine Weile, ne? Die Wassertanks. Und die haben ja 4 Stück da jetzt aufgestellt. Spieler. Wo? Hier draußen bei mir. Ich lauf mal hinterher und ärgere ihn. Muss bei dir, ich sehe dich nicht. Bin um die Base gerannt, weil kann ich ja nicht kommen. Ja, aber wir müssen gucken, dass wir Sichtkontakt zueinander halten, ne? Wenn du irgendwo hinrennst und ich weiß nicht, wo du bist, dann kann ich nicht sofort hin und dir helfen. Das ist scheiße. Und bis du mir gesagt hast, wo du bist. Er ist jetzt hier bewusstlos. Ja, du musst auch gucken, ne, wo ich... Ja, aber ich gucke ja auch noch auf andere Sachen. Nein, darfst du nicht. Doch. Nein. Ich bin ja der Leader. Ja, aber... So. Ja, erschießen. Ich habe tatsächlich daneben geschossen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es nicht. So, soll ich es mal probieren? Ich bin gerade dabei, Granaten zu machen. Halt, gib mir Rückendeckung. Die Kollegen werden gleich hier rauskommen. Ich habe ihn erschossen. Na gut. Zoss Schnuffi. Wir grüßen Zoss Schnuffi an der Stelle. Bei den Zoss-Leuten gibt's doch auch Kopfgeld zu holen. Ah, da kommt der Rest nämlich. Ah! Mit Pistolen! Ich geb dir aus der Ferne Deckung. Oh, ich muss aufpassen, dass ich dich nicht erschieße, ey. Oh nein, ich komme hier nicht hoch. Was ist denn das? Oh, Mann. Ich hab gebissen, ne? Das ist ja ein blödes Gelände hier. Hallo Zoss, Anni hat gesagt, wir dürfen schießen. Echt? Wir dürfen schießen? Ist das ist ja aber nett, dass wir schießen dürfen. Sie hat gesagt, sie überlegt es sich und jetzt, ja, ist Nein, also die Zoss-Leute haben ja eigentlich keine bösen Absichten gegen uns gehabt. Ja, wir dürfen ja trotzdem alle erschießen, auch wenn sie keine bösen Absichten haben. Das ist ja PvP, das ist ja Deathmatch. Theoretisch dürfte ja auch uns da erschießen. Ja, also wir werden euch jetzt garantiert nicht gleich hier alle komplett ausräuchern. Das machen wir nicht, weil wir keine Granaten dabei haben. Richtig, genau, ey, wir haben noch nicht die komplette Ausrüstung. Es dauert noch ein bisschen. Aber ey, wenn ich mir das so angucke hier, glaube ich, sind die uns auch ein bisschen voraus mit einigen Sachen. Ja, die haben es ja auch geschafft, vom Anfang an hier aus sich durch aufzubauen, ne? Ja. Und nicht wie wir da zweiten Spot zu suchen und nach und nach. Aber es haben sie gut organisiert hier, muss man sagen.
Vor allem an so einem Spot, wo eigentlich doch recht viele Leute so auch vorbeikommen können, so, wo man jetzt keine Deckung hat von, na gut, die Schlucht ist auf der einen Seite, aber ansonsten ist ja hier eine vollkommen offene Fläche. Das muss man erstmal schaffen. Ja, guck mal, die Mauer, die gibt ja genug Deckung, weil sie es geschafft haben, einen Wyron rumzuziehen. War alles gut. Naja, aber das muss man halt erstmal schaffen, ne? Weil man darf ja dabei nicht vergessen, das kann ja nur eine Person dann machen. Das können ja nicht mehrere jetzt in dem Sinne machen. Das kann ja nur einer bauen. Also aufstellen zumindest. Craften können es ja durchaus mehrere, aber aufstellen kann es halt dann nur einer. Deswegen ist das schon eine ganz schöne Koordinationsaktion. Ich soll fragen, haben die mehrere Wände oder haben die nur eine Wand? Eine Reihe haben die hier und dann eben nochmal Gebäude. Genau, eine Wand und dann ein Gebäude, okay. Wir machen das gerade voll wie die Indianer, einfach immer drum rumreiten, so im Kreis. Wir können ja noch mal ein bisschen weiter gucken, ob wir noch andere Leute finden, die wir auch abschießen können. Chris ist ja auch noch irgendwo, ne? Wo ist Chris? Wo ist Chris? Lass doch mal Chris suchen, das können wir doch mal machen. Aber die Frage ist dann, Shadow, wo war das Lagerfeuer, was du gesehen hattest? Bei uns in der Nähe war das doch. Das war direkt vor unserer Base quasi. Ja, der muss also, ja doch bei uns irgendwo sein. Ach, garantiert dir auch den Berg hoch da irgendwo. Auf dem Berg war es doch irgendwo, ne? Hatte ich so mitbekommen. Da ist was Großes. Holz allerdings. Oh, von wem? Ultraviolett. Ultraviolett. Ein sehr seltsamer Film mit Mila Jovovich. Seltsam ist noch nett gesagt, glaube ich. Ist aber auch eine schöne Base, zwar nur aus so riesigen Toren, Dino-Gates und so und Holz, aber... Ja, wie war das? Damit die Basen nicht alle nur aus Toren bestehen, werden die Behemoth-Gates und Gateways rausgenommen und jetzt werden halt die kleinen Tore genommen. Ich glaube, beim nächsten Mal gibt es dann auch keine kleinen Tore. Ja, die gehen ja wenigstens noch von der Größe, ne? Also ist ja nicht ganz so überdimensioniert. Ja, das ist nicht ganz so übertrieben groß. Aber es ist schon auch irgendwie ein bisschen seltsamer, wenn die ganzen Basen immer nur aus Toren bestehen. Der hat jetzt auch gut gemacht. Aha, da steht ein Rex unten an der Leiter von jemandem an der Base vor mir. YOLO heißt der Besitzer. Ja, stimmt. Der kann da jetzt nicht mehr hoch. Wie fies, der Rex ist da verbuggt. Geile Nummer. So, wollen wir mal hier auf den Berg? Uns an der Base ist ein Allo, der auf die Spikes einbeißt. Okay. Erschieß ihn. Erschieß ihn, ja. Töte ihn. Sagen Sie ihn, er soll ihn erschießen. Da ist ein Spieler! Allo ist Allo. Tot. Der war Level 44, der Allo. Krass. Weiß nur nicht, wer das hier ist. Der peitscht mich! Naja, ich hab's gesehen. So eine Gemeinheit. Versuch ihn zu erschießen. Ich hab ihn erwischt. Zoss! Übste Kid! Oh, warte mal, Geier. Geier, pass auf! Hau ab. Ja, ich hau auch ab. Hier ist noch ein Spieler. Das ist bestimmt auch Zoss. Ja, es ist Zoss. Wenn er dich peitscht, muss ich ihn natürlich erschießen, ne? Bei aller Rücksichtnahme. Aber warte mal, wenn Zoss hier oben rumläuft, dann glaube ich nicht, dass Chris hier ist, ehrlich gesagt. Naja, nicht hier direkt. Wahrscheinlich suchen die hier sowas da, so Pferde und so. Ist das getamed? Nee, es hängt fest, oder? Ja, doch, es ist getamed. Das ist Offline Damage Prevented. Von wem ist denn das? Larry. Wo ist Spitzkopf Larry? So, sehr schön. Wie viele Granaten hast du jetzt? Da ist eine Hütte. Fritz hat 10 Granaten, ich habe auch 10 Granaten. Ja, sauber. Dreckiger Dan, auch wenn Damage verhindert. Dreckiger Dan. Ich weiß halt nicht genau, wie viele Granaten man für so eine Wall braucht. Das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Pass auf, ich sehe hinter dir. Kann man hier runter? Ja, dann geht's aber wieder runter. Wollen wir runter? Der Geier jagt mich immer noch. Ja, der lässt nicht locker. Lass mal den Geier abschütteln jetzt erstmal. In unserer Base. Was, in unserer Base? Ja. Was ist denn da jetzt los, ey? So viele Viecher waren ja in der letzten Session nicht am Start. Mein Equus wurde von Fred getötet, einem Level 137er Equus. Oh, aua, ah. Mein Stimmt, das habe ich vorhin auch schon gesehen. Scorpion wurde getötet vom Rex. Mein Kano wurde getötet vom Rex. Der Rex ist Level 8 und der Kano war Level 60. Was ist denn das für eine Witzgeschichte? Naja, Pferde halt. Und der zweite Skorpion stirbt gegen den Rex. Ich erschieß jetzt den blöden Geier, der riecht mich hier auf.
Oh, fuck, ey. Der war ja echt drauf. Tot. Ah, hier ist ein Kano. Ich hätte gerne noch Brandpfeile, bevor wir loslegen. Oh, ja. Hier sind sogar welche in der Stadt, das ist ja cool. Aua, nein, meine Desert Goggles Set ist kaputt. Was ist das denn für ein Geier? Ja, ich kann nicht so weit rumschwenken mit dem Bogen, wenn ich auf dem Pferd sitze. Ja, ich auch nicht. Ach, scheiße, ey. Schnell! Er schießt ihn. Da. Ja, sauber. Oh. Blödes Viech. Die Geier sind echt die krassesten hier, ey. Dann gibst du Lone Star 14 noch eben die Pilze für sein Känguru, dass wir da mitnehmen. Aua, Das nur die Dornechsen, ist nicht schlimm. Ach so, okay. Und hier kommen wir nicht weiter, das ist eine Sackgasse. Und dann ich kann hier... Oh Gott! Nein, warum? Oh, schnell weg hier! Oh, Kano, scheiße! Kanos, noch ein Kano, ach, renn einfach durch, komm. Ja, mach ich ja, mach ich ja. Darfst du es? Ich hoff's! Ja! Wow! Das war überhaupt nicht knapp gerade. Und knapp wird's jetzt auch mit der Folge, die ist jetzt nämlich zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Outlaws. Bis dann, ciao, ciao!